Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Disney Dreamlight Valley. Ja, in der letzten Folge waren wir ja schon fleißig und haben uns, naja, haben versucht, uns mit Eve anzufreunden. Und jetzt sollen wir Goofys Verkaufsstandschild zu Goofy bringen. Wobei ich nicht genau weiß, wo Du willst Goofy doch jetzt ist. unbedingt mit mir. Doch, der ist hier. Okay. Dann können wir. Da ist er doch. Ach. Gucke mal. Nicht weglaufen, bitte. Ich bin sehr, sehr langsam im Laufen. Wie geht's dir heute? So, bitteschön. Schön, dich zu sehen. Ui, Gameplayerin. Wo hast du dieses Schild gefunden? Ich habe es im Land der Uralten, also das hier, auf der Insel der Ewigkeit gefunden. Du musst dort einen Stand gehabt haben. Ja, ich glaube, das habe ich. Jetzt weiß ich es wieder. Ich habe versucht, meine Stände auf der Insel der Ewigkeit zu bringen, aber gerade als ich anfangen wollte, Sachen zu verkaufen, begann das Vergessen. Daher ging ich zurück ins Dreamlight Valley, um meinen Freunden zu helfen. Vielleicht können wir das, was Ich du muss mit damals dir sprechen. angefangen hast, zu Ende bringen und sie eröffnen. Tolle Idee! Fangen wir mit dem im Land der Uralten an. Komm, lass uns nachsehen, wie es dort aussieht. Bis bald. Ja, nix, bis bald. Ich soll doch mitkommen. Ich komm mal mit. Dass der mich überhaupt erkannt hat hier mit meiner mega tollen, mit meinem mega tollen Kostüm. Pappalapapp, sieh dir das an. Meine Stände sind keine schicken Orte, aber dieser hier ist ein echtes Chaos. Oh, er braucht nur ein bisschen Arbeit. Du hast recht, Gameplayerin. Ich glaube, wir brauchen etwas Kupfer und Plastikschrott, um ihn zu reparieren. Ich hole sie für dich. Ich glaube, ich habe außerhalb der Wellen einiges am Plastikschrott schwimmen sehen. Ich wette, in den Bergbaufelsen hier gibt es jede Menge Kupfer. Meinetwegen. Ja, meinetwegen. 5 war das, ne? Ich weiß nicht, ob das Kupfer sein soll. Es sieht so golden aus, finde ich. Das sieht mir jetzt eher nach Gold aus, aber. Steht jetzt nur drin. Mauer des Landes. Steht nichts drin. Was haben wir denn jetzt hier? Glänzender Topaz. Ach hier, Quarz. Okay. Ja, dachte ich doch, dass das jetzt kein Kupfer ist. Aber wir geben Du natürlich willst nicht doch auf. Oh, unbedingt mit mir wo reden. kommst du denn her hier? Dich muss ich noch nach oben stellen. Das mache ich dann aber gleich offline. Den habe ich gar nicht gesehen. Ich habe extra schon mal 3 zusammengestellt. Und ich habe was ganz, ganz Gemeines festgestellt. Wenn wir nämlich jetzt V drücken und dann auf die Möbel gehen und das Ganze wegmachen. Wir können, das kann ich ja jetzt mal eben doch mal kurz machen, wenn ich sowieso schon mal dabei bin. Wir können das ja einfach so hier rüberstellen. Ich meine, das sind wir ja gewohnt, das ist ja alles kein Thema. Normalerweise war es aber so, dass man auch die Sachen von dem Gebiet, was man noch nicht freigeschaltet hat, aber schon sehen konnte, dass man die auch wegnehmen konnte. Und siehe da, man kann das nicht mehr. Die Leute von Disney haben das jetzt einfach gesperrt. Ehrlich gesagt bin ich da ein bisschen sauer drüber. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Kann man das hier pflücken? Nee, kann man nicht pflücken. Okay. Ja, bin ich. Also, naja, sauer ist natürlich das falsche Wort. Es war wahrscheinlich tatsächlich nur ein Bug, nehme ich mal an. Aber es war halt ein Bug, den sehr, sehr viele gemocht haben, wenn nicht sogar alle. Und ganz ehrlich, wenn man den natürlich wegmacht, das ist nicht schön. Bin ich ganz ehrlich. Das war jetzt Kupfer? Hä? Ach, da oben war auch. Ach, dann haben wir doch Kupfer mit drin gehabt. Ja, dann. Fische in Gewässern ohne Wellengang nach Plastikschrott. Was heißt denn ohne Wellengang? Hey, ist ja für mich auch kein Wellengang drin. Aber die meinen vermutlich eher sowas wie ein See, oder? Da hinten, ja gut, da hinten, da ist das Wasser nicht so beruhigt. Wenn ich jetzt mal so gucke, wir haben aber ansonsten, wir können ja nur noch hier oben hin, wir haben ansonsten nicht allzu viele Möglichkeiten. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier entlang der Küste angeln können. Hier nicht, weil das sieht ja schon so aufgemalt aus, dass da halt, naja, Wellen sind. Das, nee, das waren natürlich bitte nicht die 3, die 4 war es.
Ich probiere es jetzt einfach mal hier. Nach Plastikschrott sollen wir angeln. Okay. Oh Gott, ich habe schon lange nicht mehr geangelt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht, ehrlich gesagt. Ah ja, genau, das war das. Wir müssen immer drücken, wenn wir da drin sind. Okay. Ein Roboterfisch. Gut, den... Oh, okay. Sammeln wir das mal direkt ein. Sehr schön. Moment. Ach, das ist ein Dreamlight. Och nö, ich dachte, das wäre auf die Region bezogen. Oh, das ist gemein. Hallo, wieso geht das nicht? Jetzt. Das ist wirklich... Hau doch mal ab, Mann, du nervst mich. Oh. Also, es tut mir ja leid, ja, aber die Kleine... ein Oktopus. Die Kleine hat so eine schlimme Stimme irgendwie, die nervt mich total. Wenn die dann auch noch neben mir steht und dann immer so doof angerannt kommt und dann immer nur am Reden ist. Oh, Moment. Ach. Ich bin doof, ne? Lass mich raten, das ist Plastikschrott. Wobei das kein Plastik ist, aber es könnte natürlich sein, dass das die Stellen markiert, wo man halt eben den Schrott angeln kann. Nee. Oder es ist einfach nur Zufall und wir angeln hier eine Seezunge. Das kann natürlich auch sein. Hallo, du darfst gerne mal... Hallo. Gerne mal weitermachen, auch wenn ich 20 Mal drauf drücke. Ah, jetzt haben wir hierfür was bekommen. Das ist gut. Aber ich habe noch keinen einzigen Plastikschrott jetzt hier geangelt. Das finde ich nicht gut. Weil, sind wir mal ehrlich, das ist doch das Einzige, wo eben kein Wellengang ist. Also diese Ecken hier. Schon wieder nur ein Fisch. Das kann doch nicht sein. Ach, und schon wieder kann ich hier... Leute... Was kriegen wir denn heute alles? Ist ja schlimm. Also im positiven Sinne schlimm. Da ist noch was. Ah, jetzt kommt Goofy. Goofy kann ruhig mitkommen. Der ist nicht so nervig. Also es gibt manche, die sind okay. Und manche, die nerven mich einfach nur, wenn ich beim Angeln bin. Vor allen Dingen auch mit den Sprüchen. Ich glaube, es war hier die von Rapunzel, da die Mutter Gothel. Ich glaube, die hat mich auch immer genervt. Mit ihren blöden Kommentaren, wenn ich da am Angeln war oder so. Eine Seeschnecke. Die brauchen wir auf jeden Fall für irgendwas anderes. Das weiß ich noch. Wie kommen wir denn jetzt da? Kommen wir da rum? Nee, das habe ich mir schon gedacht, dass das wieder nicht geht. Achso, hier ist aber frei. Wenn wir das so aufnehmen. Die stand nämlich irgendwo, ich glaube, bei dem Rezept dabei. Ach, küsst den Frosch. Ach, küsst den Frosch soll ja auch kommen, ne? Oder beziehungsweise schon draußen sein. Aber ich muss gestehen, ich habe irgendwie nicht so viel mehr mitbekommen, weil ich mir dann auch gesagt habe, naja, gut, das waren jetzt keine neuen Inhalte und... Dann, wo ich dann mich drum kümmern wollte und wieder was aufnehmen wollte, dann war ich noch so krank und irgendwie ging dann gar nichts mehr. Ja, also ich sag mal, das mit dem Kranksein, das ging relativ schnell vorbei, aber das große Problem war halt dann meine Stimme in dem Moment. Mir ging es halt vergleichsweise nicht so schlecht, aber meine Stimme war halt total im Eimer. Und wenn man mich nicht verstehen kann, dann ist das halt ja nicht so eine gute Idee, glaube ich, aufzunehmen. Ich meine, jetzt ist es so, okay, mein Hals ist wieder, oder immer noch besser gesagt, oder eigentlich wieder. Es geht so in Schüben, kommt und geht es immer wieder. Ah, nein, ich darf nicht reden beim Angeln. Ich Schnell, weiß, ja, komm ich her, weiß. Ja, halt die Klappe. Zu spät. Halt die Klappe. Ich bin mich hier gerade am Unterhalten. Mit den Leuten, mit denen ich gar nicht weiß, wer mir hier eigentlich gerade alles zuhört und zusieht. So. Ja, also der Hals ist halt noch total verschleimt jetzt aktuell. Oh, ich darf nicht verschleimt sein. Hallo, ich glaube, das ist es. Süßes kleines Kind. Hier ja, halt die Klappe. Ich weiß, dass ich ein süßes kleines Kind bin. So, ich sage jetzt erstmal gar nichts, während ich das mache. So, sehr schön, danke. ja, Schnell, aber ich werde hier nirgendwo Plastikschrott angeln. Also ich glaube es nicht. Ich bin jetzt hier so lange schon am Angeln. Ich glaube nicht, dass ich hier irgendwo... Gewässer ohne Wellengang. Das ist für mich ein Gewässer ohne Wellengang. Wenn ich wenigstens ein einziges Teil jetzt hier sammeln würde, ne? Einen einzigen Plastikschrott. Aber
Ich glaube auch nicht, dass das bei den bunten, da sind wahrscheinlich eher die Fische dann drin. Also ich angel hier einmal die Gegend komplett ab. Ich denke mal nicht, dass ich was kriege. Aber wir haben die Schnecke nochmal gefangen. Das ist auch schon mal was. Hallihallo! Hier Nein. drüben! Ach, Moment. Moment. Nein, das ist jetzt nicht... Ich muss jetzt nicht eine Stelle nehmen, Hallo, hier bin ich. Das... Nein, oder? Ach, ihr könnt mich doch mal. Schnell, komm her! Sonst kommen wir zu spät. Ach, ihr könnt mich doch mal. Ja, das ist jetzt blöd, weil die Erdbeeren... Ja, Popcorn und brauche ich das Zeug? Ich werde es wahrscheinlich herstellen können. Obwohl, naja, ich weiß nicht, wie viele Erdbeeren kann man essen? Ah, geht nicht so viel hoch, ne? Na. Aber ich brauche jetzt halt... Es ist blöd. Ich sag mal, die Erdbeeren, die kann ich ja jederzeit wieder neu holen. Ist zwar ein bisschen blöd jetzt so, aber die wollte ich ja eigentlich jetzt sammeln, weil sie halt komplett neu sind. Und wir wahrscheinlich auch viele davon jetzt brauchen werden. Es war jetzt auch eigene Doofheit, dass ich da gar nicht so drüber nachgedacht habe. Bin ich auch ganz ehrlich, weil ich habe mich jetzt so auf die Stellen konzentriert irgendwie. Hey, Kumpel! Ach, komm her! Ach ja, ach ja, ja. Ich würde sagen, ich angel jetzt einfach mal weiter. Das dauert jetzt natürlich noch ein bisschen, bis ich die 12 voll habe. Und dann schalte ich euch gleich wieder hinzu. So, das ist endlich der letzte Plastikschrott. Die Blume nehmen wir nochmal schnell mit und dann gehen wir zurück zu Goofy. Bitteschön. Na, wie geht's? Danke, Gameplayerin. Das ist alles, was ich brauche, um den Stadt zu reparieren. Aber bevor ich das tue, brauchen wir eine richtige Zeremonie zum Durchschneiden des Einweihungsbandes. Da du hier die Expertin im Schneiden von Bändern bist, solltest du es tun. Okay, von mir aus. Schalte den Stand frei, indem du das Schild von Dagobert benutzt. Okay, das können wir machen. Das ist kein Thema. Du bist gerade neu gewachsen, dich nehme ich direkt mal mit. Oder du hast dich einfach nur bewegt, das weiß ich jetzt nicht so genau. Komm mit. Nein, nicht du. Du ersäuft dich irgendwo im Fluss oder so. Nein. War jetzt gemein, ich weiß. Dann hätte man wenigstens mal Ruhe gehabt. Hallo. Sieht so aus, als hättest du mit Goofy schon einiges in Arbeit an den Verkaufsstand gesteckt. Warum mache ich ihn nicht für dich fertig? Du kannst jetzt alle möglichen neuen Zutaten kaufen. Aber vergiss nicht, überall auf der Insel der Ewigkeit Verkaufsstände zu errichten. Auf diese Weise kannst du immer wieder neue Zutaten kaufen. Hey. Die große Eröffnung naht. Ich Hallo? Tada! Wie wär's mit deinem kleinen Plausch? Und ich kann sogar Sachen kaufen, die ich bei mir auch kaufen kann. Beziehungsweise das zweite ist, glaube ich, neu. Kannst du mal stehen bleiben hier, Goofy? Hallo? Hallöchen! Ui, das sieht toll aus. Danke, Gameplayerin. Ich bin froh, dass ich helfe. Achso, ich habe was anderes gelesen. Ich bin froh, dass ich helfen kann. Während du die Materialien für den Wiederaufbau des Standes gesucht hast, habe ich Saatgut und Feldfrüchte zum Verkauf gesammelt. Ich denke, du solltest etwas davon haben. Hier, bitte. Heidelbeeren? Waren das gerade Heidelbeeren? Moment, wir brauchen jetzt noch eine Sellerie. Boah. Ich habe hier aber nur Sellerie, also, oder? Oh, hey. Hallo, Kumpel. Ja. Ich habe hier aber nur Sellerie-Samen. Was machen wir denn damit? Da habe ich, glaube ich, noch gar keine von, ne, wenn ich das richtig verstehe. Kauf mal 11. Das, ja, genau. Das sind die normalen Weizensamen. So. Da gehen wir mal hier raus. Die Frage ist jetzt natürlich, wie lange braucht das Ganze? Hier, ich mache mal hier ein bisschen den Weg freier. Es ist ja schlimm hier, dass ja alles im Weg steht. Ich würde sagen, wir machen hier mal was hin. 2, 3,
4, 5. Naja, das sind 7 bis oben. Naja, gut, okay, aber 8, 9, 10, 11. So, dann machen wir da jetzt die Samen rein. Wieso kann ich das nicht? Ich dachte, ich kann das rollen, aber nein, kann ich nicht. Ah ne, E muss ich gedrückt halten, das war's. Ich hab E gedrückt gehalten. Wieso machst du das nicht? Jetzt. Ach, ich hab von ihm ja auch... Nee, oder? Ich hab doch von ihm auch gerade noch welche bekommen. Allerdings nur 5 Stück, so wie es aussieht. Naja, gut, okay, okay. Habe ich total vergessen, ehrlich gesagt. Okay, ich weiß leider nicht, wie lange es jetzt dauert, bis die tatsächlich gewachsen sind, dass wir die jetzt einmal ernten können. Das ist natürlich ein bisschen blöd jetzt, weil wir haben jetzt alles gefangen. Sammle die folgenden Gegenstände im Land der Uralten, um das Rezept zu kochen. Wir haben jetzt alles gefangen, bis auf Sellerie. Sellerie haben wir jetzt natürlich nicht. Ich weiß aber halt tatsächlich nicht, wie lange es dauert. Das ist das Blöde, dass ich das hier... Konnte man das in der Übersicht sehen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Hier unten steht es doch. Wenn wir auf Insel der Ewigkeit gehen und auf Gemüse, beziehungsweise auf Sammeln war es, glaube ich, und Gemüse, dann können wir sehen natürlich, wo wir das herkriegen. Und da steht, wächst in 10 Minuten einmal komplett. Ja, bleibt mir im Endeffekt nichts anderes übrig, da ich das Ganze ja zusammen machen möchte, als hier einen kleinen, schnellen Cut zu machen. Und wir sehen uns aber sofort wieder, beziehungsweise ich warte jetzt mal reale 10 Minuten und wir sehen uns jetzt im Video sofort wieder, wenn das Ganze gewachsen ist. Und schwupps, da ist der Sellerie auch schon fertig. Den ernten wir jetzt natürlich ab, beziehungsweise wir brauchen ja eigentlich nur ein Stück davon. Deswegen den Rest, den machen wir dann mal wieder rein hier. Falls wir da nochmal mehr von brauchen, dann gießen wir das Ganze nochmal kurz. So, dann koche für Eve. Jetzt muss ich mal eben schauen. Ach genau, hier vorne irgendwo war das, ne? Genau, hier. Die Frage ist jetzt nur, wir haben das Rezept doch erhalten, oder? Ich weiß aber weder, wie das hieß, noch sonst was. Ich weiß, dass man da so einen Roboterfisch drauf gesehen hat. Deswegen muss ich jetzt leider mal alles eben durchgehen. Hier, Freund am Haken, genau, so hieß das. Automatisches Auffüllen, zack. Genau, und einmal kochen. Sehr schön. Und wir können auch direkt schon wieder was machen. 1815 haben wir schon. Wir nähern uns so langsam. Waren das 6000 oder 600? Ich bin mir gerade nicht so sicher. So, hier müssen wir durch. Dann hoffe ich mal, dass wir dann hiermit auch weiterkommen. Hallo Eve. Bitteschön. Aufgabe. Okay, Eve. Ich weiß, dass du nichts isst, aber wenn du dieses Gericht mit deinem Scanner untersuchst, beweist es dir vielleicht, dass ich deine alte Freundin bin. Na bitte. Du bist von deiner Aufgabe entbunden, Eve. Ich übernehme jetzt die Sanduhr. Ich habe eine Brücke, die ich reparieren muss. Aber jetzt kannst du die Insel erkunden, so viel du willst. Juhu! Oh. Ja, los. Hau ab. Weg da. Ich muss da durch. So. Was ist das? Das ist jetzt die Erinnerung dazu. Eve hat versprochen, die Sanduhr sicher aufzubewahren, bis ich mit Merlin reden kann. Das sollte ich besser bald machen. Okay, mit Merlin reden. Das sieht mir allerdings nicht so nach Sanduhr aus. Nimm die herrschaftliche Uhr. Würde ich gerne, aber irgendwie klappt das nicht. Hallo? Kann ich hier vielleicht... Oh, Moment. Wenn ich weiter wegstehe, dann geht's. Ah.
Okay, wir haben ein neues Werkzeug. Nutze Tab für das Werkzeugrad und wähle die Sanduhr. Du kannst auch die Taste 7 verwenden. Okay, 7, um die Sanduhr schnell auszustatten. Ich dachte jetzt schon, dass das hier der, nicht Scar, wie heißt er jetzt nochmal, der Jafar uns das jetzt abluchsen wird. Benutze die Sanduhr, um Artefakte zu finden, die in der Zeit verloren gegangen sind. Okay, heißt was? Geh mal weg da, Eve. Ich muss mal hier... Rückkehr zur Brücke. Oh, hilfst du mir mal kurz? Nein, ich habe gerade keine Zeit, Leute. Tut mir leid. Wendet euch erstmal an jemand anderen, wenn es dringend ist. Ich muss mal eben einem Bösewicht helfen. Oh, cool. Wir können hier auch direkt wieder Erdbeeren holen. Das ist sehr gut. Müssen wir von der Seite machen. Weil ich da nämlich nicht so ganz durchkomme, habe ich festgestellt. Ich bin etwas dicklich. Ich passe nicht durch die Sträucher durch. So, Moment. Mit 7 haben die gesagt. Und was kann ich jetzt machen? Mich hier hinstellen, rechte Ta... Ah. Nee? Sprich mit Jafar. Na gut. Na endlich. Die herrschaftliche Sanduhr. Spürst du es, Gameplayerin? Wenn du sie in den Händen hältst, steht dir das Gewebe der Zeit zur Verfügung. Du meinst, dass ich noch cooler geworden bin? Ich fühle mich nicht anders. Vertraue mir. Halte sie in Richtung der kaputten Brücke und sieh zu, wie sich die Zeit umkehrt. Ja, hat nicht geklappt, danke. Los geht's. Es hat nichts bewirkt. Ja, habe ich gerade schon probiert, sage ich doch. Soll ich es noch einmal versuchen? Verdammt. Ich hätte es wissen müssen, dass die Sanduhr nicht stark genug ist, um die Zeit in ihren jetzigen Zustand zurückzudrehen. Siehst du, es fehlt etwas. 3 Juwelen der Zeit wurden aus dem Griff entfernt. Als du vor langer Zeit beschlossen hast, dass die Sanduhr zu mächtig ist, hast du die Juwelen entfernt und sie versteckt. Zum Glück weiß ich, wo einer von ihnen ist. Suche den Gang runter, rechts von der kaputten Brücke. Dort wirst du finden, was du suchst. Hier ist aber die kaputte Brücke, den Gang runter. Achso, da komme ich aber nicht durch. Der Weg ist durch wirbelnden Sand versperrt. Nur ein weiteres Ärgernis, das durch die Risse im Raum und Zeit hier verursacht wird. Aber sie sollten deiner Sanduhr nicht gewachsen sein, auch nicht in ihren geschwächten Zustand. Vielleicht sollte ich bei Gelegenheit mal nach Eve schauen. Sie schien ein wenig nervös zu sein. Okay, ich habe ein Upgrade, quasi. Hi, Eve. Aufgabe Gefahr gestartet. Okay. Der Sand in der Sanduhr. Ich würde sagen, da das ja so zusammenhängt, darf ich eigentlich dieses lächerliche Kostüm jetzt wieder ausziehen? Das sieht so, allein das Grinsen irgendwie, das sieht so komisch aus. Eve scheint immer noch ein bisschen nervös zu sein. Sprich mit Eve. Da das jetzt alles so ein bisschen zusammenhängt, würde ich sagen, dass wir das jetzt tatsächlich als nächste Aufgabe machen und dass ich dann entsprechend hier erstmal einen kleinen Cut machen werde. Ich werde mich dann allerdings auch wieder umziehen für die nächste Aufgabe. Also, ja, seid nicht überrascht, wenn ich dann wieder normal aussehe. Ja, ich sage erstmal, ich bedanke mich fürs Zuschauen und in der nächsten Folge sehen wir uns dann die Aufgabe mit Eve an. Ich denke, dass die wahrscheinlich was länger dauern wird. Und je nachdem, worum es da genau geht, was wir da machen und so weiter, werden wir dann in der Folge oder in der Folge danach hinten dann auch ja, die Gänge da hinten freilegen, sodass wir dann da auch mal schauen können, was sich da alles so hinter befindet. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.